Digitale Tests sind so doof. Sie lassen gar keine individuellen Antwortmöglichkeiten zu. Und außerdem überprüfen Multiple-Choice-Fragen das Wissen der Schüler gar nicht richtig. Wenn du das glaubst, dann weißt du nicht, was du verpasst. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, herzlich willkommen zu meinem allerersten Video, in dem ich richtig über ein digitales Tool spreche, und zwar über GoFormative. Ein Tool, das ich benutze, mit dem man Tests machen kann mit den Schülern, digitalen Tests mit Autokorrektur. Man kann es natürlich auch nur zur formativen Evaluierung des Unterrichts nutzen, aber ich benutze es im Moment vor allem für ein paar meiner Prüfungen in den Sprachfächern, aber auch für andere Dinge, beispielsweise in der Geografie, also Naturwissenschaften. Man kann es für alles Mögliche einsetzen. Vielen Dank für die vielen Anfragen. Ich habe mich so gefreut, dass mir so viele Leute geschrieben haben, bitte mach ein Video zu GoFormative. Und das Video wird ein bisschen länger als sonst wahrscheinlich dauern. Und kurz vorweg, man muss kein Computergenie für dieses Tool sein. Ich kann nicht programmieren. Meine Standardprogramme sind Google Docs, also irgendwie das Word von Google und vielleicht einen digitalen Kalender und so weiter. Aber ich bin kein großer Computerfreak. Ich bin einfach jemand, der gerne ein bisschen alle möglichen Knöpfe mal ausprobiert. Dann geht halt mal etwas schief, dann muss ich es irgendwie wieder rückgängig machen. Aber so durch dieses Trial and Error gelange ich zu einem Ziel und kann dann dieses Programm wirklich für den Unterricht nutzen, damit ich Zeit einspare, aber auch gleichzeitig mich auf die Qualität der Aufgabenstellung konzentrieren kann. Gut, und jetzt, wobei viele Leute skeptisch sind bei digitalen Tests, ist, ja, können die Schüler da nicht schummeln und irgendwie Nachrichten schreiben oder was im Internet nachgucken und so weiter. Jetzt fürs iPad gibt es die Lösung des App Classroom von Apple. Damit kann man auf die Bildschirme zugreifen. Man kann sogar beeinflussen, was die Bildschirme machen, also zum Beispiel einfrieren und so weiter. Was die Android- und Windows-Computer und Tablets angeht, ich weiß, da gibt es ein Tool, das heißt Go Guardian für Android. Aber ich muss da selbst auch noch ein bisschen rausfinden, was es da für Möglichkeiten gibt, die Schüler im Griff zu haben, im Auge zu behalten während der Prüfung. Ich benutze auch GoFormative, weil es kostenlos ist und nicht mehr Google Forms. Mit Google Forms kann man auch Tests machen, aber es gibt ein paar Vorteile bei GoFormative, wie beispielsweise, dass Schülerinnen, die abwesend waren, nicht die Fragen anschauen gehen können, weil sie Zugriff irgendwie zum Link kriegen oder so. Und es gibt mehr Möglichkeiten, die Fragen darzustellen, wie beispielsweise auch eben individuelle Antwortmöglichkeiten zuzulassen, damit man auch individuell nochmal nach dem Test manuell am Computer Punkte für eine ausgeschriebene Antwort von Schülern bewerten kann. Kleiner Hinweis noch, ich habe bereits ein erstes Video über Tests allgemein gemacht, also Klassenarbeiten, Prüfungen, meine Grundüberlegungen zu Prüfungen. Wenn du das noch nicht geschaut hast, empfehle ich dir sehr, das zuerst zu schauen, weil vielleicht gibt es das ein oder andere Ding, wo ich einen Kommentar mache in diesem Video, wo du nicht gerade nachvollziehen kannst, was ich genau meine. In dem Fall solltest du unbedingt das erste Video noch zuerst gucken gehen. Wichtig bei dieser ganzen Sache ist natürlich, wie kann ich sicher gehen, dass es wirklich der Schüler, die Schülerin ist, der diese Prüfung gelöst hat. Und ich arbeite persönlich jetzt mit Google Logins, weil wir diese an der Schule grundsätzlich benutzen. Und ich will jetzt hier keine Diskussion darüber starten, ob das datenschutzrechtlich oder datenschutzmäßig sicher ist oder was auch immer. Ich sage jetzt mal, die Schüler können auch selber Google Logins kreieren und du sammelst eine Liste von Google Logins. Sie können ja Spitznamen benutzen oder Abkürzungen und so weiter. Und dann weiß theoretisch Google nicht, wer dieser Mensch genau ist. Aber grundsätzlich einfach Logins mit Google, damit du auch siehst, wer löst diese Prüfung ganz genau. Und nur so nebenbei, Google bietet mit G Suite für Schulen kostenlos den ganzen Service für Schulen an, so dass Schüler sehr viel Speicherplatz, ich glaube sogar unbegrenzt, benutzen können mit Google Drive und ihre E-Mails und Kalender und so weiter organisieren. Du kannst da bei G Suite dich anmelden als Schule und kriegst eine Liste, die du erstellen kannst mit Schülern, damit du ein Login für sie generieren kannst. Gut, und jetzt wollen wir richtig einsteigen. Ich zeige euch, was braucht es bezüglich Logins für die Schülerinnen, wie sehen die Fragentypen aus, wie sieht das Programm aus und so weiter. Dafür gehen wir jetzt auf den Bildschirm. Okay, das wäre die Webseite von GoFormative. So sieht sie aus. Bevor wir aber starten, möchte ich noch ganz kurz von Google die Webseite zeigen. Die heißt edugoogle.com oder G Suite for Education. Und da kannst du dich einloggen. Und hier bei diesem PDF, das auch auf dieser Seite zu finden ist, sieht man hier, das ist wirklich komplett kostenlos für Schulen. Gut, aber jetzt wollen wir starten. Du bist auf der Webseite von GoFormative und kannst dir bei Sign Up
I'm a teacher klicken und dich dann beispielsweise mit Google einloggen oder sonst irgendeinen Account kreieren. Ich gehe jetzt in meine Übersicht. Das sind meine Formatives, also Tests, die ich bisher gemacht habe. Und es ist wichtig zu unterscheiden, es gibt Formatives, das sind die Tests, und Classes, das sind die Klassen. Und das ist ein wichtiger Unterschied, weil du kannst ja einen Test schreiben und dann aber mehreren Klassen zuordnen. Und hier sieht man die Klassen, die ich hier habe. Die sind hier in Farben und kurzen Buchstaben angegeben. Da muss man sich auch grundsätzlich überlegen, wie baut man die Struktur auf, damit es übersichtlich bleibt und so weiter. Ich habe jetzt hier mal als erstes Deutsch und Englisch geordnet und hier habe ich mal einen Geografietest letztens durchgeführt. Genau, und jetzt als Beispiel möchte ich euch einen kleinen winzigen Nomentest zeigen, den ich hier vorbereitet habe. Und im anderen Video habe ich auch erwähnt, ich arbeite immer mit den Taxonomiestufen und ich schreibe das für mich hin. Die Schüler haben sich daran gewöhnt, sie ignorieren das einfach, aber für mich macht das die Übersicht besser, damit ich sehe, dass ich auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden der Prüfung arbeite. Und ich habe hier mal 4 Fragen erstellt. Tut mir leid, wenn ich schnell vorwärts mache, das Video sollte auch nicht zu lange dauern, aber ihr könnt jederzeit zurückklicken. Gut. Als erstes, wenn ihr das Ganze öffnet, wird nur dieses Plus hier erscheinen. Wenn ihr auf das Plus klickt, dann seht ihr hier, okay, ich kann da verschiedene Dinge einbauen, welche Typen von Fragen. Und ich benutze meistens Short Answer, also ein paar Worte, oder Multiple Choice, obwohl es eigentlich Single Choice ist, oder zum Beispiel True oder False. Genau. Und dann kann ich da zum Beispiel True or False klicken und dann kommt hier ein leeres Feld. Und ich kann da eingeben. Gut, aber ich lösche jetzt das kurz, weil ich will euch die 4-5 Fragen zeigen, die ich vorbereitet habe. Und ich beginne bei Taxonomie Wissen, also unterste Stufe nach Bloom. Hier habe ich kurz nochmal von Wikimedia Commons diese Pyramide aufgeschaltet. Und ich beginne hier bei Wissen mit der allerersten Stufe. Taxonomie Wissen, Nomen schreibt man klein. Wahr oder falsch? Weiß ich nicht. Okay, und ich kann da natürlich anklicken, was ist die richtige Antwort? Und setzen, okay, die ganze Frage gibt einen Punkt. Wenn ich jetzt eine ähnliche Frage kreieren will, nur was anpassen will, kann ich hier auf diesen Knopf drücken, dann dupliziert es mir die Frage und dann habe ich ein bisschen weniger Schreibarbeit. Und hier auf diesen Papierkorb löschen der Frage. Gut. Frage Nummer 2, Taxonomieverständnis. Welche Eigenschaften hat ein Nomen? Nomen bezeichnen Namen und Dinge, wie zum Beispiel Fahrrad. Nomen sind Tunwörter, wie zum Beispiel schlafen. Nomen sind Beschreiben, wie zum Beispiel lustig. Okay? Und das ist also aus der Sicht des Lehrers. Ich werde ein anderes Mal vielleicht noch ein Video auch komplett aus der Sicht der Schüler machen. Aber hier ist jetzt wichtig, ich kann auf Preview klicken und bei Preview sehe ich, so sieht es für die Schüler aus. So in Computeransicht, so in Tablet-Ansicht und hier sogar in Smartphone-Ansicht. Wir haben jetzt iPads, also sieht das Ganze für sie dann so aus. Und sie können dann so draufklicken und so ihre Antworten wählen. Ja, und ihr merkt ja, ich bleibe hier gerade nur bei den Single-Choice-Fragen, einfach um zu zeigen, dass man auch nach den Taxonomiestufen ein winziges Lernziel oder eine Kompetenz mit solchen Fragen aufbauen kann. Es braucht nicht immer ein offenes Feld, wo die Schüler tausende Sätze schreiben können. Man kann auch sich so Überlegungen machen, das will ich hier zeigen. Dann kommt die Taxonomie-Analyse, wähle das Nomen aus den folgenden 4 Wörtern. Da muss man raus analysieren und erkennen. Und in der 4. Frage, das sollte... Das hier sollte Anwendung sein, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Genau, und dann Analyse, welches dieser Wörter ist kein Nomen. Alle Wörter sind absichtlich klein geschrieben und dann haben Sie hier 3 Nomen und ein Adjektiv, das Sie erkennen müssen. Und Synthese als letzte Stufe, erkläre in deinen eigenen Worten, was Nomen sind und nenne ein paar Beispiele. Und hier habe ich dann Essay ausgewählt. Essay bedeutet einfach, dass die Schülerinnen einen Text reinschreiben können. Das können wir uns hier bei Preview ansehen. Okay. Ich habe ja mal geschrieben, okay, meine Antwort dazu ist Nomen est Omen. Das ist meine Antwort. Okay, und jetzt, wie kann ich das bewerten? Ich habe hier angegeben, dass es maximal 3 Punkte geben kann, für die andere jeweils nur 1 Punkt. Und ich kann jetzt hier auf View Responses und da sehe ich die Fragen. Okay, und bei Frage 5 sehe ich da die Antwort von mir, ich selber als Schüler und dann sehe ich das, okay, Nomen ist Nomen. Okay. Vielleicht will ich noch ein Feedback geben. Naja, okay. Und ich gebe dem Ganzen einen Punkt. Okay, hier einfach als Beispiel, nicht, dass das ernst gemeint wäre. Okay, ja, das wäre dann ein Punkt, den ich hier gegeben habe mir selbst für diese Antwort. Gut, das wäre also ein Beispiel. Und ich zeige euch ganz kurz hier eine
Klasse, mit der ich einen richtigen Test gemacht habe. Einen Grammatiktest letztens. Gut, das wäre dieser Grammatiktest. Und da habe ich wirklich sehr viele Fragen in den Test zusammengestellt. Insgesamt, was sind das? Ganz runterscrollen. Okay, 69 Fragen, das war ein relativ großer Test. Alles so kleine Fragen mit Multiple Choice, aber auch kleine Texteingabe und so weiter. Also, dann habe ich hier, bilde das Verb im Imperativ, also Befehlsform für die zweite Person Plural. Bisschen schwierige Aufgabe, bisschen Denkarbeit, arbeiten. Und dann habe ich hier verschiedene Schlüssel, also mögliche Antworten gegeben. Ich könnte hier nochmal eine angeben, einfach für den Fall, dass ein Schüler oder eine Schülerin zum Beispiel noch den Auto-Großbuchstaben am Anfang drin hat oder einen Punkt setzt oder ein Ausrufezeichen setzt für die Befehlsform. Und so kann ich mehrere möglichen Antwortmöglichkeiten eingeben. Und ich kann sogar während der Prüfung, wenn ich plötzlich merke, die Schülerin können es auch auf diese Art eingeben, dann kann ich es während der Prüfung sogar noch anpassen und es gibt trotzdem die Punkte. Und ich kann auch entscheiden, dass die Schüler aber die Punkte natürlich erst am Schluss sehen der Prüfung. Gut, jetzt wollte ich euch noch kurz zeigen, wenn ich hier auf View Responses gehe und hier sehe ich die einzelnen Fragen, aber ich gehe auf Totals und die Schülernamen sind jetzt ausgeblendet, aber hier sieht man eine Prüfung, alle grünen Felder sind richtig, alle roten, da sind Fehler drin und da sehe ich die Punktzahl der Schüler. Und ich kann das Ganze auch exportieren, entweder als Spreadsheet oder als Google Sheet. In der Gratis-Version sind es jetzt 2 Gratis-Exports. Ich benutze eigentlich immer Google Sheets, damit ich da auf Google Drive alles ablegen kann. Und das Ganze ist sehr schön, weil ich kann sehen, okay, zum Beispiel hier in diesem Bereich waren die Schüler sehr gut. Wenn ich hier mehr rüber scrolle, dann sehe ich plötzlich, diese Fragen hier sind fast alle rot, da waren es nur ganz wenige. Und das zeigt auch mir als Lehrperson, da habe ich vielleicht nicht so gut erklärt. Und ich hätte da früher reagieren sollen. Oder ich weiß jetzt in Zukunft, da muss ich mehr nachfragen. Und ich erinnere mich, das sind die Satzglieder gewesen. Das war eher ein schwieriges Thema natürlich für meine Schülerin. Und dann gibt es mir als Lehrperson auch ein Feedback, was ich vielleicht nicht ganz so gut in meinem Unterricht gemacht habe. Jetzt kommen wir zu den Klassen ganz kurz. Ich kann hier Klassen erstellen. Ich gebe zum Beispiel, okay, Test, Klasse ein. Ich muss eine kurze Abkürzung eingeben. Ich wähle eine Farbe. Ich mache jetzt mal schwarz, damit es ganz klar ersichtlich ist. Create Class, okay. Jetzt kann ich hier die Studenten, also die Students dazu einladen, indem ich hier auf Add Students und dann wähle ich Students already have accounts. Theoretisch kann ich auch I will create their accounts. Da könnte man sogar wahrscheinlich ohne Google arbeiten. Und Students will create accounts mit vielleicht irgendeinem anderen E-Mail, das sie selbst haben. Ich benutze mehr das hier und dann können sie hier bei diesem Code sich einschreiben für die Klasse. Und das Ganze ist sehr schön, weil jetzt kann ich beispielsweise, da habe ich meine Test-Class und da klicke ich drauf und da ist der Nomen-Test und da klicke ich jetzt auf Plus, okay, und hier Return Scores, Don't Show Answers, dann kann ich später Ihnen die Antworten dann geben, wenn Sie alle fertig sind, mache ich jetzt mal Assign und jetzt sehe ich dann, gut, das war jetzt meine Probe da von vorhin. Und das ist jetzt die Übersicht mit den Fragen, die ich da kreiert habe, zu diesen Nomenfragen. Also das war diese Nomenprüfung hier. Und das Ganze ist auch sehr toll, weil hier kann ich auch noch die Prüfung öffnen oder schließen. Und das ist deshalb so wichtig, weil wenn Schüler abwesend waren oder krank waren, könnten ja theoretisch die Schüler, die da waren, den Code den Schülern geben, die eben abwesend waren und könnten sie die Fragen schon angucken, bevor sie wieder in die Schule kommen. Und deshalb mache ich Closed, solange der Test nicht stattfindet. Und wenn Schüler abgeschlossen haben und ich noch 2 andere Schüler dann diesen Test zeigen muss. So, und ein letzter kleiner Hinweis. Wenn die Schülerin natürlich nicht genau wissen, wie sie die Tastatur bedienen müssen, gerade bei Textantworten, wo sie kleine Wörter eingeben müssen von Hand und es natürlich ein bisschen gemein wäre, wenn kleine Rechtschreibfehler entstehen, mache ich das Ganze fairer, indem die Schüler jeweils einen Ready-for-Test schreiben können. Das ist meistens ein Mini-Ausschnitt aus dem Test, wo sie, ich sage jetzt mal, irgendwo zwischen 5 bis 10 Fragen sehen und dann ausprobieren können. Und ich stelle das Ganze natürlich einfach so ein, dass sie die Antworten sofort sehen oder ich es ihnen nachher sofort zeige, damit sie wissen, wie sie es genau eingeben müssen. Und dann gibt es auch keine Ausreden mehr. Ich wusste nicht, dass man da
groß oder klein schreiben muss oder einen Punkt setzen muss. Gerade im Deutsch, das ist Rechtschreibung. Da muss einfach auf Rechtschreibung geachtet werden. Aber wenn ich die Schüler darauf instruiere, wie sie genau die Tastatur bedienen müssen und so weiter, dann ist das Ganze fair. Gut, das wäre es für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn du bis jetzt dabei warst. Ich kann dir nur empfehlen, dich immer selbst weiterzubilden. Im Moment lese ich Kenne deinen Einfluss, auch von John Hattie, ein bisschen praktischer umgesetzt und nicht nur so beschreiben, statistisch und so weiter. Und ich hoffe, dass ich daraus noch mal ein bisschen mehr lernen kann. Es sind Bücher links unten in der Videobeschreibung. Wenn du diese benutzt, kannst du mich auch unterstützen, weil jedes Buch, das du bestellst von Amazon oder auch andere Dinge, wo du vielleicht sowieso schon einen Einkauf geplant hast, wenn du das bestellst, erhalte ich eine winzige Provision. Kosten tut sich nicht mehr. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir noch kurz zurück, wie ihr es fandet, wenn ihr noch Fragen habt und so weiter. Es wird sicher noch ein anderes Video kommen, aus Schülersicht, denke ich, oder noch zu anderen Apps und so weiter. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.